Déjà vu! Plus ein sehr. Machen wir mal der Vollstelle. Der hat bestimmt Full Death. Na also. Das hier. Was? Oh! Chappy, was ist da los? Really? Oh, großer Gott. Ich dachte so, ich muss mich nicht mehr anmelden. Das ist doch jetzt klar. Hab ich was geschrieben? Was? Ja. Lass mich gucken. Oh Gott. Ja, schon, ich habe mich nicht angemeldet, aber ich dachte, nach unserem Gespräch muss ich jetzt nichts mehr sagen. Oh mein Gott. Also ich bin jetzt echt davon ausgegangen, du nimmst mich mit so. Ich muss mich nicht anmelden. Hey, ich will den jetzt angreifen hier. Das ist ja voll easy. Oh no. Okay, dann starten wir das Video. Hallo YouTube. Könnt ihr alle in meinen Chat reinschreiben. So, wir sammeln bei Masakiri. Ich sehe auch gerade hier zwei Segen. Das wird mega gut. Er wünscht sich Booster. Wir haben um die 200 Rollen, so circa. Wir haben jetzt gerade eben noch ein bisschen Gildenkampf gemacht und so weiter. War lustig und ich habe eben, glaube ich, ein ziemlich gutes Team rausgesucht und haben drei Wins geholt. Wir haben jetzt auch ein paar Rollen und ja, Wusa easy, oder? Damit. Wäre auch zu einfach, oder? Komm. Meistens ist aber die zweite Rolle, pass mal auf. Damit. Okay, egal. Kommt halt Wusa später, ist kein Problem. So, und ja, könnt ihr mal, mach mal, ich bin im TV, genau so ist es. Also ich war viel Fahrrad fahren, ihr habt das sicherlich mein Video auf YouTube gesehen, wo ich von meinem Fahrrad das Review gemacht habe. Ich hoffe, das hat gefallen, ey. Je öfter es mir anguckt, umso mehr fremd schäme ich mich für das Video irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht geworden. Ich habe eigentlich nur positive Resonanz bekommen. Und ist halt echt so. Ich habe mir noch überlegt, ob ich in das Video noch irgendwie so Reaktionen reinpacken soll. Wie andere Leute auf das Fahrrad reagieren. Weil ich sag euch, da habe ich schon Sachen erlebt, das glaubt ihr nicht. Wenn man das halt wirklich irgendwo so in die Innenstadt reinstellt. Wie da die Leute gucken und teilweise wirklich komplett nicht mehr wissen, wo sie hinlaufen, sondern einfach nur, was ist denn das? Also ist mega cool. Ja, also das habe ich, Lightning, das habe ich letzte paar Wochen gemacht. Das ist ein Sniper, gell? Der Wind, der müsste immer noch schlecht sein, oder? Aber, ja, ein Devilmoon schon gespart. Lightning again, Wusa. Okay, Freya, nehmen wir auch. Nehmen wir auch, ganz okay. Also die Sniper, ich benutze mein Wasser eigentlich ziemlich oft. Ich habe meinen ganz gut geruhnt und ich habe noch nicht dieses 25% Damage Upgrade drin von den Skills. Und der macht jetzt schon 50.000 Damage. Ja, schon echt krank. Oh Gott. Lightningrad ist ganz okay eigentlich. Oh, da ist der Wasser, hä? Masakiri, hattest du den bereits? Ich habe vorhin nicht geguckt. Wenn nicht, GZ. Sensenmann. Riesenkrieger. Echt, hast du ihn noch nicht gehabt? Wow, nice. Und gleich noch ein Skill-Up für den. Weil ich glaube, den Wind, der wurde ja nicht gepatcht oder sowas, oder? Zumindest habe ich es nicht mitbekommen. Schon mal gut, also schon mal ein GZ. Das ist wirklich nice. Der braucht zwar gute Ruhen, 100% Crit Rate und so. Und, dammit. Piarette. Wow, fuck. Jetzt geht's los, Masakiri. Er ist immer noch Müll, okay. Ja, hi, Juno. Wie geht's Ihnen? Sonst, was macht ihr denn in dem Spiel? Macht ihr den neuen Content oder lasst ihr den auch links liegen, so wie ich? Ich habe ja den Dark Bären habe ich ja gemacht und der ist okay, aber halt einfach nichts Spannendes. Klar, ich hätte keinen Rogue nehmen und ein bisschen Fun haben oder Ramahan einfach, um schön Death Damage zu haben, aber weiß nicht, für was denn
Also Leningrad ist echt decent. Holy crap. Danke für dein Follow. Wieso hören wir eigentlich den Ton nicht? Komisch. Sucht deine Gilde noch Leute? Oh, gut, dass du es ansprichst. Wir suchen tatsächlich noch Member. Und wir sind also, ja, wie soll man sagen? Wir sind sehr nett. Wir sind wirklich sehr nett. Ja, und bitte kommt zu uns. Also, du brauchst ja ein paar Anforderungen. Wir sind auch ab und zu mal G3. Vielleicht nicht G3 würdig, aber ich würde sagen, so ein schlechtes G2-Niveau haben wir schon. Zumindest nicht alle, aber die meisten. Und zumindest solltet ihr ja nicht scheuen, auch mal G3-Kämpfe auch gewinnen zu können. Um das geht's ja eigentlich. Ansonsten steht dem Ding nichts entgegen. Du kannst mich gerne auf Line anschreiben. Ding steht unten. Und dann leite ich dich an unsere Gildenleiter weiter, die dann dich angucken und dann entscheiden. So, Lightning, wie wär's mal mit einem fucking Net 5? Also Lightning-Rate. Wir sind, glaub, über dem Durchschnitt auf jeden Fall. Schon mal gut. Riesenkrieger-Food ist auch immer ganz gut. Braucht man zwar nicht so heftig, aber man kriegt ja doch den ein oder anderen wie soll man sagen, den ein oder anderen Skogul. Bin wieder Einsteiger und bin jetzt in einer sehr stummen Gilde angelangt. Ja, sagen wir mal so. Das muss nicht unbedingt in der Gilde liegen, sondern es liegt allgemein einfach, dass so die ganze Community ein bisschen arg ruhig ist im Moment gerade. Weil einfach so die ganzen alten Hasen, ja, sind ja nicht mehr so aktiv. Du merkst einfach auch an den ganzen Streamern, die versuchen ja wirklich aus Scheiße Gold zu machen. Ja, weil einfach nur noch RTA. Der Rest guckt kein Mensch an. RTA und Summonings, oder? Hat euch das Gildenkampfzeug jetzt irgendwie Spaß gemacht? Ja, es war schon kurzzeitig lustig. Ne, ich habe keinen LD Net 5, goddammit. Glaub mir, das würdet ihr mitkriegen. Aber es ist halt einfach nur noch RTA, lockt irgendwie Leute an. Und RTA ist halt überhaupt nicht das, was ich spielen will. Denn das habt ihr auch schon gemerkt. So ein bisschen der Grund, warum ich so ein bisschen mit allem so gerade zurückfahre. Und es gibt einfach keine Alternative. Irgendwie, es gibt kein Spiel, was mich jetzt wirklich fesselt, dass ich jetzt einfach viel streamen würde. Du liebst RTA. Es gibt einfach zu viel Auf und Ab. Und es gefährdet meine Stabilität meiner iPads. Und ich mag die einfach gerade haben, die iPads. Was macht eigentlich Destiny 6? Heißt nicht mehr so. Destiny Knights heißt es inzwischen. Und ja, Community auch tot. Es war wirklich, das war so eine Alternative. Die hätte es wirklich bringen können. Also haben da wirklich alle gespielt, oder? Eine kurze Zeit lang. Und es war wirklich gut. Nur da war halt irgendwann auch so schlagartig. Man hat morgens eingeloggt und denkt sich so, warum? Warum? Ich hasse RTA. Also hassen tue ich es nicht. Nur ich mache es halt einfach nicht gern, weil einfach man verliert halt einfach auch mal, ohne dass man schuld ist dran. Und das ist einfach sowas, das hasse ich. Oder wenn es wirklich an den Brock liegt und das, ja. Wenn er drum heulen, aber ihr kennt es ja sicherlich. Und ich bin allgemein nicht gut im Verlieren und ja. Inzwischen bin ich auch so weit hinten dran bei RTA, dass es sich fast schon nicht mehr rentiert. Also Leo hattest du. Das hoffen wir uns einfach mal, dass dieser Wassermeeresherrscher noch nicht in einem Repertoire ist. Gezippt! Nimm Poseidon. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht, oder? So, pick a winner. Net 5, yes, den habe ich noch nicht. Sehr gut. Ist auch, glaub, ganz gut vom Damage her. Stimmt's oder bin ich schon wieder falsch informiert? Ich hasse es, wenn ich schlecht bin. Ja, so geht's mir eigentlich auch. So, wir machen nochmal einen Speed-Contest. Wir machen einfach nochmal Net 5. Wird jetzt nicht so einfach. Wir machen 2 Minuten Contest. Stream Contest umloggen. Nehmen Poseidon natürlich. Und dann loggen wir um und machen schon ganz vorsichtig weiter.
Riesenkrieger. 13 Sekunden noch. In Lightning ist blendig aus oder so. Gut. 4, 3, 2, 1, go. So, weiter geht's. Natürlich kriegt er noch einen Booster, oder? Ist ja logisch. Das war jetzt ein Wasserelement. Wir haben noch einen Segen. Bitte. Oh, da war doch gerade ein Rogler drin. Habt ihr das nicht gesehen? Da war gerade ein Rogler drin beim Entscheiden. 100 Pro. Was? Booster? Nein. Chakram. Chakram immer gut für Skill-Ups. Ich glaube, die kann man immer gebrauchen, gell? Also, mir geht's mal immer so, ich freue mich immer noch, weil ich immer noch nicht alle Max-Skill habe. Und Devilmons kriegen die nicht. Ich hatte damals im Event, hatte ich die Wasser-Chakram hochgemacht, aber die ist immer noch nicht fertig. Das ist halt echt krank. So, eine 5 ist schon mal gut. Habe ich zumindest schon mal im Bild. Turnier der zweite. GZ Wusa. Boah, schon ewig viele von denen, dann ist schon mal gut. Ich hoffe, du hattest die Feuer und es ist jetzt nicht auch noch ein GZ. Weil dann ist ja auch okay. Aber ich glaube, ja, man wird eher wohl Skill-Ups brauchen als einzelne Monster. Weil ich glaube, von denen hat man fast alle inzwischen. Und also mir geht's mal zumindest so. Hatte ich schon, okay. Also ich habe alle Versionen außer Light and Dark natürlich. Und die Hate-to-Hate-Scheiße da. Aber natürlich, ja, Net 5 kann möglich sein, wenn wir noch ein paar Legis haben. Und ein LD Net 5 würde Masakiri halt auch mal ganz gut wieder zum Gesicht stehen. Ja? Windschackbum gut. Ich glaube, die sind PvP, oder? Ich sehe die eigentlich nirgends. Vielleicht fürs Wasserbeast, oder? Na? Boah. Der Ruckler schon. Keine Ahnung. Seht es nur ich oder ist da ein Ruckler? Kurz bevor es erscheint. Erst kommt meins. Nee, erst kommt meins. Hallo? Ich habe mehr Geld wie Exe drin. So, und dann kündige ich es jetzt gerade nochmal an. Wenn jetzt gerade hier, ich sehe gerade 30 Leute sind da. Ich werde morgen nochmal streamen, weil morgen ist ein besonderer Tag. Wir müssen mal noch überlegen, was wir tun. Wenn jemand noch ein Summoning hat, kann er ja gerne Bescheid sagen. Ich würde es denn morgen gerade machen, weil ich selber habe kein Summoning. Ich würde morgen einfach online kommen. Hoffe, dass ich dann im Gildenkampf mit dabei bin. Dann können wir zumindest Gildenkampf machen und keine Ahnung. Der Lag muss früher kommen, dann ist es in Net 5. Ah, okay. Dann ist ein Ruckler von dem iPad, hä? Oh, stimmt. TOA gibt's ja auch noch. Stimmt, ich habe heute resettet. H2H, GZ. Dann können wir morgen TOA machen, oder? Richtig spannend. Zumindest habe ich was zu tun dann. Eine gute Idee. Morgen TOA, Geburtstagsstream. Und wenn jemand ein Summoning hat, können wir das auch noch machen. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich zu einem Summoning komme bei mir. Ich habe weder Rollen noch Kristalle noch sonst irgendwas. Oh. Net 5. Oh no. Phantom Dieb. Nee, wollen wir nicht. Okay, so, wir sind jetzt noch nicht durch mit den normalen Rollen. Wir machen jetzt kurz den ganzen Shit durch. Wind brauchen wir nämlich nix. Gar keinen. Brauchst du einen Odin? Oh, okay. Lich. Also jetzt gerade die Videos von YD. Ich hätte echt gern so einen Imperator jetzt, verdammt doch mal. Das ist schon ziemlich lustig, was man damit machen kann. Gerade mit Kali und Bastet, das Video war unglaublich gut. Bop, bop, bop. GZ, Boomerang. TOA plus Pack. Ja, nach dem Pack müssen wir halt gucken. Also Exe, ich wäre dafür eine Donation. So, Wasserrollen. Wusa. Just Pack kaufen, Hus für dein Summoning. Ducky Hus. Ja, ja.
Also ich bin morgen für alles offen. Wenn ihr wüsstet, was ich mit meinem Urlaubsgeld gemacht habe. Lightning, komm, jetzt gib dem einen Tippen. Wo ist er? Jesus! Na, no, Stella. Also Lightning gerade ist immer hier sehr, sehr hohes Niveau auf jeden Fall. Das will keiner wissen. Ja, ich weiß. Aber komm, du hättest gar nicht richtig gemerkt. Ohne Karton wäre es dir nicht aufgefallen, wetten wir. Jetzt komm! Wo ist der Busa? Gib dem Junge Ueno. Jetzt stockt's aber, gerade bei den wichtigen Rollen, du Dreckspiel. Gib dem Jungen Lightning jetzt, gib dem Wusa. No. Lass mich raten, es hat was mit einem Apfel zu tun. Nein, nein, diesmal nicht. Ich habe eigentlich alles von Apple. Also viel mehr geht eigentlich kaum. Gott, jetzt hassen wir hier ein paar Leute. Es hat nichts mit Apple zu tun. Das waren jetzt die Wasserrollen, what the fuck? Aber wir hatten jetzt wenig Lightning. Masakiri. Ersch, LD und dann Legis oder andersrum. Wir hatten jetzt wenig Lightning eigentlich am Schluss. Alkohol und Frauen, nee. Erst Legis, tatsächlich? Okay, okay. Super. Just soon. Vielleicht brauchst du schon Skill-Up. Oh. Bitch. Fucking Lich. Komm, tu es. Gib dem Junge den Wusa. Komm, ich schrei dann. Ich würde mal wieder schreien. Komm. Nein. Nochmal ein Lich. Wer holt sich in Samsung? Hallo, bist du behindert? So, letzte Leggy. Tu es. Gib ihm diesen Wusa. Ah, Chakram. Okay. Die haben wir jetzt ein bisschen durchgejagt, hä? Aber wir dürfen noch eine Kristallbeschwörung machen. Steine hat er auch schon wieder 2.500, fast. Ich wusste irgendwo, oh, in 2 Wochen. Leute, was machen wir in 2 Wochen? Und da ist auch noch ein Unicorn mit drin. Okay. So, Net 5. Ne, wir lassen das noch. Lassen wir das, den Contest stehen für ein LD-Net 5? Boah, das wäre schon Härte. Das wäre die Härte, ey. Danke fürs Behindert. Ne, bei Samsung habe ich kein. Gebe ich keine Rücksicht. Samsung ist schreckliche Marke, ey. 5 Leute gehen direkt aus dem Stream. Okay, wir fangen mit einem LD an. Ja, wir müssen jetzt auch noch Platz machen, dass wir nicht unterbrochen werden von dem ganzen Scheiß. Okay. Komm, Thomas. Ich hab morgen Geburtstag, was soll das? Kurier Hai, gib dem Masakiri heute was zu meinem morgigen Geburtstag. Oh mein Gott, Lightning. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, die war gut. War nicht die Boomerang in Dark besser? Keine Reaktion. Haben wir so ein Delay drin? What the fuck? Ich glaube, da ist keiner so. Mm-hmm. LD Lightning, alle. Aha. Gibt's it. What the fuck? Das ist doch voll gut. Was kriegt die beim Erwecken? Ah, nix, okay. Also entfernt Buffs ist immer gut. Oh, nice.
Also keine Passive. Oh, stimmt. Lüg doch. Lies mal die Passive. Ich wollte gerade sagen, wow, für eine Passive abartig, ey. Aber so auch okay. Hat er auch wenig. 4 Runden Cooldown. Ist schon nice. Also geht's halt auf jeden Fall. Wir hatten LD Lightning, hallo? Und nochmal. Ja, so leicht ist dann auch nicht. Werwolf. Benutzt halt auch keiner. Hab die dreimal im Lager. Fuck. Jetzt komm. Ist es zu hart nochmal? Da ein Lightning jetzt irgendwie. LD-Rollen tun richtig weh, ganz ehrlich. Komm, jetzt noch zweimal Peace. Das ist mein erster Ish hier, what the fuck. GZ, letztes LD-Piece. Komm, tu es. Ah, okay. Aber wir haben LD Lightning und Net 5. Komm, das war doch jetzt Durchschnitt. Und viel Lightning und allgemein ganz gut, hä? Kristallbeschwörung kommt noch. Damn it. Bella. Oh. Okay. Ich würde sagen, das hat Ducky gut gemacht, hä? Ups. Das hat nicht funktioniert. Es tut mir leid, ich hier auf. Ich dachte einfach, ich kann's. Ich bin zufrieden. Poseidon ist gut. RIP Kampfflash. Genieße die heißen Tage. Was ist das? Das ist eure Gildennachricht oder was? Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn jetzt gerade noch ein paar Leute da sind, hallo erstmal. LXD, beide LXD-Gilden suchen noch Member. Also wenn jetzt noch nicht ganz so G3, G2-Niveau kämpfen möchtet, dann könnt ihr auf jeden Fall auch in die Zweier kommen. Das ist gar kein Problem. Wir verteilen euch dann. Auf jeden Fall, wenn ihr eine Gilde sucht, mit einer relativ großen Community immer noch, auch wenn Heaven tot scheint irgendwie. Von dem hört man ja gar nichts mehr, außer irgendwelche komischen YouTube-Videos. Aber in-game ist er nicht mehr da, aber seine Community ist immer noch da. Also wenn ihr da in der großen Community irgendwie dabei sein wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall bei mir oder bei den Gildenleitern melden. Und dann gucken wir, wo wir euch hinpacken. Je mehr, umso besser. Und ja. So, okay. Dann würde ich mal so machen, ich komme morgen online. Ich weiß es nicht genau, 8 oder so, um 20 Uhr schätze ich. Ja. Seid gespannt, wir werden morgen Gildenkampf und TOA machen. Ich bedanke mich, dass ihr da wart, dass ihr noch da seid, obwohl ich so wenig streame. Es tut mir leid, aber vielleicht kommt irgendwann wieder die Lust an SW, so wie früher, dass man einfach öfter streamt, aber ich brauche jetzt inzwischen einfach wirklich einen Grund, da online zu kommen. Sagt mal dem lieben Sintarot noch einen Gruß, ich host euch zu dem rüber. Lasst ein Herz oder eine Fist da, wer kann, und dann bis morgen ein Jahr älter. Okay, macht's gut. Ciao.